So, da sind wir wieder mit Gigantic. Wir haben die Runde leider verloren in der Werbung. Surprise, surprise. Es sah auch nicht gut aus für uns. Und wir haben jetzt ein kleines Problem. Denn er findet uns kein Spiel mehr. Er sagt Matchmaking-Fehler. Das ist halt Beta, ne? Aber das macht vielleicht auch gar nichts. Deswegen gucken wir uns doch einfach mal die Kreaturen an und gucken uns mal so ein bisschen das Ganze drumherum an, weil das ist auch nicht schlecht. Und da habe ich so das Gefühl, ich nehme an, es wird ein Free-to-Play-Spiel werden und da kann man dann ein bisschen knete lassen. Was in der Regel eigentlich auch, finde ich, vollkommen in Ordnung ist. Also, wenn mir ein Spiel gefällt und ich dafür nichts bezahlt habe in der Anschaffung, gebe ich da auch gerne mal ein paar Euro für aus, um mein Spielerlebnis noch ein bisschen zu erweitern. Und hier sieht man mal die Kreaturen, die man in diese Punkte einsetzen kann oder beschwören kann und ihre Fähigkeiten, was die machen. Die kann man dann auch aufleveln. Da gibt es so einen Drachen und ich finde den Look einfach sehr geil. Der erinnert mich auch an irgendwas. Aber ich kann es gerade nicht sagen, an was genau. Aus Monster Hunter? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass das alles so ein bisschen was anderes ist. Also da muss ich die Leute echt loben zurzeit. Da kann man echt viel, die stellen da echt viel an und die sehen nicht so wahnsinnig generisch aus, finde ich auf jeden Fall. Hier sieht man auch vier dieser Giganten. Ich habe ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, wer die einstellt, weil bis jetzt wirkt es für mich so, als wäre das zufällig. Aber irgendwie, oder ist es wirklich rein Information? Aber man kann die auch irgendwie freischalten. Blüher, okay. Das ist mir noch nicht so ganz bewusst, was das genau darstellt. Aber okay. Shop-Kreaturen. Dann gibt es auch noch die Helden, die können wir uns auch mal angucken. Die finde ich vom Design eigentlich alle ziemlich geil. Hier, First Knossos. Es gibt halt nicht so wahnsinnig viele, wenn ich bedenke an LOL oder Smite, wie wahnsinnig viele Helden die haben. So, dass ich die gar nicht mal zählen kann. Hier ist es relativ überschaubar. Ich weiß nicht, ob dann noch welche dazukommen. Wahrscheinlich über Zeit. Und die kosten auch wieder. Hier wieder zwei Währungen. Das heißt meistens, okay, es gibt eine Echtgeldwährung. Und Eisling, die habe ich ja auch mal gespielt. Die finde ich eigentlich ganz cool. Mit ihrem Riesenschwert. Finde ich schon ganz nice. So, was haben wir noch? Sammlung. Es gibt auch solche Schicksalskarten. Wo ich überhaupt... Also das hier sind auf jeden Fall Achievements. Abzeichen. Aber diese Schicksalskarten, da kann man, glaube ich, eine pro Tag kriegt man da. So wie in MMOs. Keine Ahnung. Da kann man sich... unter drei immer eine aussuchen. Wenn man noch eine haben möchte, muss man da diese roten Rubine investieren. So, jetzt versuchen wir nochmal die schnelle Spiel. Leider nicht. Dann gehen wir einfach mal aufs Tutorial und spielen das. Dann komme ich auch ein bisschen in die Steuerung und dann hoffentlich haut das hin mit der. Das ist jetzt natürlich doof. Dabei habe ich es extra... heute früh nochmal getestet, weil als die Beta angefangen hat, hatte ich da auch Probleme. Ein bisschen. Aber so ist es halt. Ich hoffe, wir müssen nicht einfach das Spiel neu starten. Achso, wir müssen erstmal unseren Held wählen. Da können wir da erstmal nur drei. Dann nehmen wir doch mal ihn hier. Beckett. Taktischer Schütze. Mach dich kampfbereit. Und dann kommen wir mal so ein bisschen in das Spielprinzip und dann verstehe nicht nur ich das, sondern vielleicht auch ihr. Da kann man sich ein bisschen besser was darunter vorstellen. Ihr Greif und Wächter erhebt Ansprüche auf das Meer aus Sand. Mit deiner Hilfe. Ich wusste, dass du Beckett schicken würdest. Sie ist von ihren Fertigkeiten... PS, das sagt die bei jedem Charakter. Sie lügt. Nix wusste sie nämlich. Eine Schlacht. Du hast eine Schlange erlegt, die Sonne umschloss. Haus Devedra. Zauberer. Und es gibt da diese Schlange. Wir müssen sie besiegen. Wächter gegen Wächter. Let's do that. Einziges Ziel. Den gegnerischen Wächter besiegen. Wächter beziehen ihre Kraft von dem Land selbst.
Je mehr Gebiet wir kontrollieren, desto mächtiger wird Lairen werden. Du kannst den Wächter nicht alleine erledigen. Du wirst Lairens Hilfe benötigen. Wunderbar. So. Okay, das ist wirklich sehr basic. Aber er läuft witzig. Ah, okay. Peng, peng, peng. Oh, ich kann noch nicht schießen. Ah, doch, jetzt kann ich schießen. Oh, der kann Granaten werfen. Nice. Zenobia. Die ist ja auch ganz geil. Ich sehe schon seine Waffen. Die taugen nix. Stunden später. Okay, der hat da so einen kleinen Jetpack am Hintern. Das ist natürlich witzig. Cool. Zack. Okay, auf E kann der hier so hoch. Das ist natürlich ganz nice. Granate. Die hat er ja nicht weit geworfen. So, okay, wir können jetzt Steuerung halten und jetzt wählen wir hier unsere Fähigkeiten aus. Plänkelei machen wir doch mal. Und unsere Standardwaffe. Schwere Waffe. Ich will Schaden. Relativ unspektakulär. Übe dich damit, wie du Gegner vernichten kannst. Ja, weiß ich doch jetzt. Ah, okay, der wechselt die Waffen tatsächlich. Oh, jetzt bewegen sich die Gegner auch noch. Hör mir auf. Und sie greifen an. Krass, oder? Also, schon Hardcore-Tutorial gerade. Und ich stehe, dass sie das nicht lösen können, dass man mal nicht irgendwie in der Umgebung steht. Okay, super Meisterschütze. Macht mich gleich kaputt. So, der hat auch nichts mehr. Hat auch nichts mehr. Ich habe auch nicht. Ah, ich kann hier gar nicht drauf gehen, sehe ich das richtig. So, machen wir mal hier F. Zack. Alter, aber nervig ist er. So, und jetzt können wir hier nämlich uns eine Kreatur anschaffen. Das war's doch noch nicht, oder? Nein! Kreaturen beschwören! Oder nicht? Ah, jetzt, danke. Und dann nehmen wir doch mal die 2. Gedrückt halten, okay. Die baut sich jetzt auf. Und das ersetzt so ein bisschen die Türme. Und die heilt uns in dem Bereich. Fokusladung verdient man sich im Kampf. Und diese können wir dann benutzen wiederum, um die Kreatur zu verbessern. Ja, dann gib mir was zu kämpfen, dass ich diese Fokusladung bekomme. Oder nicht? Achso, muss ich das direkt machen. Ja, dann machen wir doch nochmal 2... Jetzt entwickelt sich der... Zack! Und das gibt Erfahrungspunkte. Können wir jetzt auch aufsteigen? So. Treibstoffkapazität.
So. Steigen hier doch mal ein bisschen auf. Voll ausgestattet. Mehr können wir nicht. Dann gehen wir mal weiter. Leertaste können wir springen. Upsa. Nochmal. Zack. Verkrüppelt, na danke. So ein bisschen wenig Stimmung, da fehlt irgendwie so ein bisschen die Musik in dem Spiel gerade. Achso, ich hätte das hier benutzen sollen. Na gut. Haben wir auch geschafft. Wer ist denn er jetzt? Tüto der Flinke. Na, so flink war er nicht. Gut. Jetzt sind wir schon mal zu zweit. Sehe ich das richtig? Die wollen mir jetzt sagen, dass wenn ich... Okay, wenn wir in der Kraftkugel stehen, dann rückt der vor. Sehe ich das richtig? So, Geschwindigkeitsboost bekommen wir. Und jetzt fangen die an, miteinander sich zu käppeln. So, und während die das machen, der ist am Boden. Machen wir hier, zack. So, und der verschwindet jetzt, dann hauen wir auch mal ab. Meine Hose vibriert. Es fehlt einfach die Musik, die atmosphärische. Sonst ist es so leer. So. Was ich halt auch ein bisschen schade finde für solche Spiele ist, wer nicht zuerst kommt, sagen gleich viele, das ist halt ein Abklatsch von XY. Und das finde ich halt immer, ist auch ein bisschen schwierig. Zum einen stimmt das auch. Zum anderen, ja, ist es halt auch nicht ganz fair dem einzelnen Spiel, weil die werden ja auch parallel entwickelt. Ich nehme mal wieder andere Waffen. Die sind mir doch geläufiger. Er hat ein bisschen was von Tracer. Mit seinen Doppelwaffen. Shit. Ah, okay, hat ihn getroffen. Dem seine Granate ist ziemlich mächtig, muss ich sagen. Ah, hat er nichts mehr. So. Und jetzt können wir doch theoretisch... Oh, da ist ja noch so ein Kollege. Nehmen wir doch mal drei. Beschwören die. Okay, da kann ich nicht angreifen. So, aber das soll gepasst haben. Ja, das sind jetzt halt KI-Gegner, wie man sieht. Die sind da... Okay, ich kann halt einfach nicht sterben in dem Tutorial. So ist es also angedacht. There are no loose conditions. Alter, wie der immer um mich rumgeht. Schon ein bisschen ätzend. Fliege ich einfach mal hoch. Na. Diese Mini-Pistolen sind nicht befriedigend. Wenn ich das so sagen darf. Ich finde es prinzipiell immer ungeil, wenn man in Spielen warten muss. Auf irgendwas. Wo rennt der hin? Mache ich auf großer Entfernung keinen Schaden? Sehe ich das richtig? So, Stufe 6 erreicht.
So, da können wir den auch noch zum ordentlichen Drachen ausbauen. Oh, was ist jetzt passiert? Das wohl nicht. Dann öffnen wir das Spiel doch gleich mal wieder. Gibt's doch nicht. Ja, ja, so sind sie halt mit den Betas. Funktioniert halt nicht immer alles so, wie es soll. Das Artwork ist übrigens auch sehr schön und der Entwickler ist da auch relativ offen. Der hat auf seinem YouTube-Kanal einiges, was man sich angucken kann, was mir auch sehr gut gefällt. Vor allem, wenn es so einen coolen Artstyle hat, da habe ich mich richtig gefreut, dass das funktioniert. So, schnelles Spiel. Karte ziehen. Jetzt können wir nämlich so eine Karte ziehen. Tagesverlosung. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, und dann wählen wir eine aus und Ende. Und wenn wir jetzt noch eine ziehen wollen, dann müssen wir 10 Rubine reinpacken. Okay, gehen wir mal auf schnelles Spiel. Und dann hoffentlich findet der was. Und wir können gegen richtige Leute spielen. Und ihr könnt mir erzählen, wie war euer Wochenende so? Oder was haltet ihr denn von diesen Art von Spielen? Seid ihr da Freund von? Findet ihr, davon gibt es zu viel? Oder könnt ihr gar nicht dann genug davon bekommen? Ist ja alles eine Meinung, sag ich mal. Ich weiß auch gar nicht, es gibt wahrscheinlich jetzt auch keinen Termin, wann dieses Spiel rauskommt. Ich weiß nicht, ich hätte halt davon gern ein Singleplayer-Spiel mit Geschichte, weil ich die Charaktere einfach so cool finde. Und wenn da kein Futter drunter ist, finde ich das so ein bisschen schade. Weil mich würde es halt interessieren, warum sehen die so aus? Wie sind die irgendwie einzuordnen? Ich finde es schon fast ein bisschen verschenktes Potenzial vom Design. Man kann ja auch ruhig die Kampfmechanik so beibehalten. Nur halt, dass man vielleicht auch miteinander eine Geschichte spielt. Hätte ich echt Bock drauf. Auch bei Overwatch. Da finde ich dieses mehr drumherum, weil man kämpft halt so immer auf der gleichen Karte, macht man immer die gleichen Sachen und kämpft einfach nur untereinander. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Ich mag das, wenn da so ein bisschen Lore da mit dabei ist. So eine Mischung aus dem und Dark Souls, was richtig geile, kleine Geschichten hat in sich. Das müsste es geben. So, in der Regel wartet man so 2 Minuten, bis da so ein Match anfängt. Und jetzt gucke ich doch mal in den Chat. Battleborn. Stimmt, Battleborn gibt es ja auch noch. Das weiß ich auch noch nicht so. Das hat, glaube ich, aber Story-Modus. Das hat mich sehr an... Oh, wir haben ein Spiel gefunden. Das ist doch super. Jetzt müssen wir nur... Match abgelehnt. Ein anderer Spieler hat das Match abgelehnt. Ich werde narrisch. Gut, ihr könnt mich wieder in Vollbild schalten. Doch nicht. Din, 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 din. Din, 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 din. So hat sich meine alte Schulglocke angehört. Irgendwie. Din, 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 din. Din, 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 din. Das ist bestimmt von irgendwo geklaut. Oder nachgespielt. Er meint Story-Modus, Singleplayer-Gedöns. Das kennt man gar nicht mehr. Wir wollen alle nur noch Multiplayer. Geschichten sind uns egal, dafür gibt es Filme. Jetzt will ich hier mal die spielen. Okay, dann spiele ich ihn. Jetzt, Moment, ich will sie spielen. Hier, sie, die kenne ich. Bereit. Okay. Der Geisterriff. Stimmt, Big Ben ist es. Ihr seid mal wieder... Meine auch sind halt badische Schwulen. Was soll das denn heißen? Und ich finde halt nur Multiplayer,
rechtfertigt. Heutzutage ärgere ich mich immer so, wenn es nur Multiplayer hat, ein Spiel, und dann 60 Euro kostet. Für mich ist es dann, weiß ich nicht. Die bauen das halt einmal, das Level, und Ende. Würdet ihr für Dota 60 Euro ausgeben? Also mir wäre das auch zu langweilig, aber da... Aber ein schönes neues Level. Das gefällt mir. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Fähigkeiten sind. Kommst du her? Der rennt weg. Seht ihr das? Guckt euch, wie der wegrennt. Okay, der... Oh, der lockt mich. Das wohl nicht. Stufe 2. Ich habe übrigens, tatsächlich habe ich ja auch mal ein bisschen Dota 2 gespielt. Zwar nur ganz oberflächlich mit Bots und so, also ganz easy. Aber mich hat es halt mal interessiert. Was ist das denn? Aber das Spiel läuft doch im Hintergrund. Ha! Hat sich das minimiert? Es hat sich minimiert, aber ich lebe noch. Wieso minimiert sich das? Sehe irgendwo eine Taste, die Schabernack treibt? Du gehörst zu uns. Okay. Hm. Ich sehe schon. Regie, ihr müsst auch aufmerksam sein. Dieses Spiel fordert all unsere Sinne. Und ich habe wieder keinen Werbung-Timer. Aber ihr sagt einfach Bescheid, wenn es soweit ist. So, da ist der Feind. Zack! So, und der Typ kämpft jetzt mit mir. Stufe 4. Ah, shit. Okay, Rückzug. Rückzug! Go! So, und... Ah, Mist. Soll das so? Sagen wir einfach, das soll so. Aber wir können jetzt mal Fähigkeiten verteilen. Und wir verteilen mal dem hier die Fähigkeit Schützende Präsenz. Das fände ich ganz cool. Da sagen wir mal... Die sind auch gleich irgendwie. Züchtung verlangsamt Gegner. Barriere gegen Projektile 3 Sekunden. Benutzen wir das. Können wir noch eins? Dann machen wir doch noch eins. So, zack. Auf geht's. Das Wasser sieht ja herrlich aus. Aber ich finde ja Wasser in Spielen immer unrealistisch. Wenn ihr in Fallout oder in einem Stalker oder in irgendeinem Endzeit-Setting seid, dann lauft ihr durch kristallklares Wasser. Bergwasser ist nicht so klar. Das finde ich so ein bisschen ätzend. Und auch, es ist nicht so schwer, dreckiges Wasser darzustellen, sage ich euch. Aber das verstehe ich als nicht. Warum man da nicht mehr Realismus... Der rennt doch wieder weg. Guckt euch den an. Zum einen macht er das klug, aber zum anderen macht er das auch ziemlich feige. Jetzt hinterher. Okay. Können wir hier springen? Tatsache. Vertikaler Boost. So, wieso zieht die mir jetzt mehr ab, wie ich ihr? Das soll mir jetzt mal einer erklären. Das verstehe ich nämlich als nicht. So, jetzt heilen wir uns erstmal. Wir versuchen das jetzt halbwegs taktisch zu machen. So. Unser Wächter rückt vor. Das ist eine schöne Nachricht. Das lese ich sehr gerne. Ah, der... Geschwindigkeitsboost, das ist gut. Wer ist er denn? Er ist ja auch total witzig. Sind wir jetzt verlangsamt worden? Bam, bam. Ah, shit. Aber das erste Mal in diesem Match. Nee, das zweite Mal. Hab ich gelogen. Totale Erinnerung. Mehr Heilung. Mehr Heilung ist gut. Spektrale Welle. Und ihn hier noch. Aura der Heilung. Ah, kann ich jetzt nicht. Hä? Okay, ich kann jetzt halt nicht.
So, auf geht's, ab geht's. Ist auch cool, dass dieser Wächter, der ist in dem Schwert drin. Das heißt, wenn ich auf E drücke und der rauskommt, ist das Schwert schwarz. Ich finde übrigens schwarze Schwerter ganz cool. Hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich wollte es mal gesagt haben. Ah, dass ich aber auch nicht nach vorne hin ausweichen kann. So, der packt sich da in den Tumult und geht wieder. Das machen die schon ganz, ganz intelligent. Muss ich ja mal so sagen. Aber ich verfolge dich einfach. Ich verstehe es nicht. Vor allem, ich sehe dann einfach irgendeine Farbfläche. Was, glaube ich, nicht so soll. Alles komisch. Ihr sagt alle, das ist ein RTS, ein Real-Time-Strategy-Spiel. Also ich weiß ja nicht, ob das ein Real-Time-Strategy-Game ist. Aber wenn ihr das sagt, muss es ja stimmen. Geschwindigkeitsboost. Kommst du her? Das gibt's doch nicht. Jetzt ist der weg. Ach komm schon. Eliminierung durch Teamkollege. Ihr gönnt mir aber auch gar nichts. Oh Mann! Ich will auch jemanden komplett durch meine Klinge killen. Also in der nächsten Runde wird dann mal Fernkampf genommen. Uiuiuiui. Das ist schön. Da kommen Leute einfach rein und sagen perfekt und gehen wieder. Dazu gibt es nichts voll. Oh Mann! Zuzufügen. Hinzuzufügen. Bin einfach so gestorben. So ein Unfug. Ach so. Es geht um Dota. I see. Ich krieg ja immer nur so Fetzen aus dem Chat mit. Das ist ja... Man kann ja nicht beides machen. Man kann ja nicht dahin gucken und dahin gucken. Und dahin gucken. Und dahin gucken. Das sind vier Sachen, wo man hingucken könnte. Potenziell. Okay, war das gerade ein Assist? Aber das finde ich schön, dass es Assists gibt. Und ich glaube, wir sind auch ganz gut aufgestellt. Das liegt zwar nicht an mir, aber wir sind ganz gut aufgestellt. Ich habe halt irgendwie, darf ich wahrscheinlich die Fähigkeiten noch nicht. Oder ich weiß es einfach nicht. Ich bin komplett überfordert mit der... Also ich mache weniger Schaden wie die. Und ich verstehe es nicht. Aber das sieht schon cool aus, wenn die da miteinander kämpfen. Das hat schon was. Ich hatte ja, als ich das erste Mal von diesem Spiel gehört hatte... ja, super. Danke dafür, lieber Wächter. Dachte ich ja als erstes, das wäre sowas wie ein MMO. Und man geht dann, sucht sich einen Charakter aus und zieht dann in den Kampf. Eigentlich ganz schön geirrt. So. Guckt euch das an, wie langsam ich schlage und ich mache null Schaden. Oh nein, ich muss hier weg. Alter. Go. Guckt euch das an, wie ich null Schaden gemacht habe. Ich habe null Schaden gemacht und er hat mich sofort besiegt. Ich rieche hier... Hier Aura der Heilung. Ich rieche hier ganz große Betrug. Das schreiben mir die Leute, ich muss auch mal Q und E nutzen. Was denkt ihr, drücke ich bei jedem Kampf?
ihr seid auch Spaßvögel. Hier, ich nutze es auch hier nochmal. Aber ich glaube, wenn ich angegriffen werde, bringt das nichts. Oh, was ist das? Gehörst du zu uns? So, was gibt es zu tun? Irgendwas passiert hier. Stufe 7. Ist das jetzt Schaden oder Heilung? Das ist Schaden. Weiß nicht, ich sehe schon, ich gehe da eher mit Konsole als mit PC, wenn ich das spiele. Also auf Konsole ging mir das irgendwie leichter von der Hand. Aber ihr habt recht, ich benutze wahrscheinlich Q zu wenig, beziehungsweise das setzt es nicht ordentlich ein. Ich bin weg. Aber der kommt doch hier. Kommt der nicht hier durch? Irgendwie nicht. So, jetzt. Damage. Shit. So, dann F. Bam. Alter. Okay. Aber es hat noch jemand mitgenommen. So, Stufe 7. Wir können wieder aufsteigen. Ton angeben. Schwächst, erhalten 5 Minuten in der Nähe. Mehr Schaden, das ist cool. Na komm. Läuft doch. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, aber das ist... Also mein Team ist ordentlich. Sehe schon. Sieg! Das ist doch sehr schön. Kann ich da auch GG schreiben? Nee, ist noch nicht eingebaut. So, dann begeben wir... Müssen wir eigentlich Werbung machen? Okay, keine Werbung. Dann machen wir jetzt eine kurze Werbung und dann starten wir gleich ein neues Spiel und ein neues Glück für mich. Und